Willkommen zurück und ein herzliches Willkommen hier zu diesem neuen Hashtag FragBricks Video, schon die Nummer 11. Ich sag's immer wieder und ich freue mich auch immer wieder, es sagen zu können. Ihr findet so viele Fragen, es ist fantastisch. Wir haben heute wieder ganz, ganz viele Fragen auch mit dabei und wir können das gerade nicht im Büro machen, weil dort mein Vater gerade zugange ist, beziehungsweise er gerade Besuch hat und mit dem gerade quatschen möchte und deswegen bin ich jetzt hier und wir machen das Ganze nostalgisch, wie das früher auch war, also vor 2 Folgen, da haben wir das ja auch hier gemacht und deswegen machen wir das einfach heute hier. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die Fragen an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Die erste Frage kommt von Luca Bricks Luca und die liegt hier schon eine Weile. Allerdings habe ich sie immer wieder übersehen. Die war auf meinem Desktop irgendwo versteckt und deswegen habe ich sie nicht gefunden. Deswegen, ich hoffe, du verzeihst mir. Ich beantworte sie dafür aber jetzt. Fragt Bricks, würde vielleicht noch ein Review zum Lego Ninjago Temple of Erjutsu kommen? Ich habe ja mal gezeigt, dass ich hier unten bei mir den Temple of Erjutsu habe. Ich muss dazu aber sagen, dass ich mich erstens mit dem Tempel nicht auskenne und zweitens mit Ninjago nicht wirklich gut auskenne. Deswegen, es wird kein Review dazu kommen. Es gibt aber viele schöne Reviews auf YouTube. Also schau dir das gerne mal dort an. Also es gibt tolle Reviews, auch von deutschsprachigen YouTubern, die das Set vorgestellt haben. Da würde ich an deiner Stelle einfach mal reinschauen. Der Player mit der langen Zahl fragt, wie viele Kartons hast du denn im Lager? Also wie groß ist dein Lager für ungestempelte Versandmaterialien? Tatsächlich gar nicht so groß, weil alles Geld, was ich in Versandmaterialien stecke, das kann ich nicht in Lego investieren und das quasi dann in meinen Shop aufnehmen, weil Versandmaterialien sind ja nur der Mittel zum Zweck. Also die kaufe ich immer nach, wenn ich wirklich gerade Not habe. Also wenn jetzt, weiß ich nicht, meine Zahl auf 10 runter ist und ich weiß, dass in den nächsten Tagen mehr Bestellungen kommen, dann kaufe ich neue. Und ich habe, glaube ich, maximal, ich habe ja 3 verschiedene Kartons und 2 verschiedene so Umschläge. Und ich glaube, pro Stück ist mein Maximum, was ich da habe, immer so um die 100 Stück. Ich glaube, von den kleinen Versandumschlägen habe ich mehr, aber so um die 100 Stück ist immer mein Maximum. Einfach dann habe ich nicht zu viel liegen, ich muss nicht zu viel lagern und ich kann ja immer nachbestellen. Die gibt es ja quasi immer wieder. Julian G. fragt, welche Webcam hast du dir geholt? Das war die Orkay Webcam 1080p Full HD mit Stereo Mikrofon. Ich würde einfach mal nach Orkay, also AUKEY suchen. Orkay Webcam 1080p, da findest du die definitiv. Ich habe die von Amazon bekommen, die hat 49,99 gekostet. Eine weitere Frage von unserem Player mit der langen Zahl, diesmal wieder eine Kamera, allerdings meine andere Kamera. Welche Kamera benutzt du denn? Warum genau diese, würde mich interessieren. Ich benutze die HC-V757 von Panasonic. Das ist so ein länglicher Camcorder. Ich benutze die hauptsächlich deswegen, weil mein Vater die mal irgendwann gekauft hat vor 10 Jahren. Und die haben wir als Familie quasi dann gehabt und niemand hat sie wirklich benutzt. Und dann habe ich 2015 halt angefangen oder 16, die zu nutzen. Naja, kann er auch vor 5 Jahren gekauft haben oder so. Auf jeden Fall habe ich die dann genutzt für YouTube und seitdem benutze ich die, weil ich sehr zufrieden bin. Ich muss aber irgendwann nochmal eine neue kaufen, weil man merkt irgendwann dann auch, dass die Videoqualität auf YouTube zunimmt und ich würde auch gerne mal eine 4K-Kamera haben. Meine Traumkamera ist immer noch die Lumix GH5. Das ist meine Traumcam. Ich habe gerade gesehen, dass der Marcel von Spacebricks, der hatte das irgendwie gepostet im Status oder so, der hat die gerade bekommen, ich glaube zu Weihnachten oder so. Ich bin super neidisch auf dich und irgendwann schaffe ich das auch, aber die ist super teuer. JJA Productions fragt, ist das Büro gekauft oder gemietet? Das hatte ich, glaube ich, in einem Livestream schon mal erzählt, aber das Büro ist gemietet, nicht gekauft, weil wir ja immer noch den oder die Möglichkeit haben wollen, dass der Store sich vergrößert. Wenn der Store sich irgendwann mal so weit vergrößert, dass das Büro nicht mehr groß genug ist, wäre es eine dämliche Idee, das Ding gekauft zu haben, weil dann ist man natürlich da fest und dann ist das auch schwer, das dann wieder loszuwerden und dann hat man da irgendwie Problemchen. Deswegen sind wir dann nur eingemietet und wenn wir in einem Jahr sagen, hey, das wird uns zu klein, dann können wir einfach ausziehen und was Neues suchen. Luca Bricks Luca fragt, wie findest du die Lego Ninjago City Gardens mit dem neuen geleakten Bild? Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt auf zahlreichen Internetseiten, Promo-Seiten, hier Promo Bricks zum Beispiel, Stonewalls glaube ich auch. Da gibt es jetzt ein neues Bild für die Lego Ninjago, die City Gardens und ich muss sagen, sie gefällt mir sehr gut. Ich bin ja generell nicht so ein Fan von dem Design, diesem Kastendesign, also dass irgendwie immer nur irgendwas übereinander gestapelt wird, aber die Grundfläche gleich bleibt. Ich bin mehr so für so ein City-Layout, das halt mehr so nebeneinander ist und so. Deswegen, sowas hätte ich mir vielleicht mehr gewünscht als die so für so ein Garden, keine Ahnung, dass da mehr so auf einer Ebene ist, mit einem Fluss vielleicht und ein paar Bäume dazu. Aber ich finde es gar nicht schlecht. Ich muss ehrlich sagen, es hat mich überrascht, dass da auch so viele Details mit drin sind, so viele Bäume, so viel Grün, so viel bunt, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist es cool. Also es gefällt mir definitiv besser als die Lego Ninjago City damals. Die war ja nicht so richtig mein Fall.
Deswegen, ich muss mal schauen, wann, ich weiß ja, wann die rauskommt. Ich muss mal gucken, ob ich mir die auch besorge, ob ich die auch schon zum Release-Date hole oder ob ich die ganz an mir vorbeiziehen lasse. Auf jeden Fall finde ich sie cool von dem geleakten Bild bis jetzt und was natürlich dann demnächst noch erscheint an Bildern. Ich bin gespannt. M-Tax fragt, moin, ich wollte mal fragen, ob du mit deinem Bricklink-Store von null gestartet hast. Also ob du dir alle Steine erst zusammensortieren musstest oder hattest du schon selber welche, die du dazugegeben hast und wäre es überhaupt schlau, so etwas zu tun? Ich habe tatsächlich komplett von null gestartet. Das heißt, ich habe damals allerdings mit Minifiguren gestartet, gar nicht mit Sets oder mit Steinen oder sonst irgendwas, sondern mit Minifiguren, mit diesen Collectible-Minifigures. Und da hatte ich ein paar gekauft. Ich hatte ja damals auch über Kleinanzeigen schon angefangen, deswegen da habe ich quasi nicht von null gestartet, sondern von plus eins, wenn man das so nimmt. Ich hatte ja noch meinen Restbestand von Kleinanzeigen und den habe ich dann halt auf Bricklink gehauen, habe dann noch, glaube ich, ein, zwei Kästen gekauft und die auch noch auf Bricklink gesetzt und dann hatte ich quasi meinen Anfangsbestand. Und von dem haben sich dann Leute was gekauft und von dem Geld, was ich eingenommen habe, habe ich dann mehr Lego gekauft. Und das hat dann quasi den Store nach oben gebracht, das, was momentan halt auch wieder immer, immer weiter passiert. Ich würde es nicht empfehlen, den eigenen Bestand mit reinzunehmen, weil das sind immer noch Steine, die ihr aus einem Grund zu Hause habt, den ihr selber wisst. Das heißt, ihr möchtet gerne wahrscheinlich auch diese Steine behalten. Und wenn ihr sie dann irgendwann verkauft, müsst ihr sie irgendwann nachkaufen, wenn sie euch fehlen. Und das wird irgendwann der Fall sein. Ich habe das auch schon gemacht, dass ich Steine mit in den Store genommen habe, die von mir waren. Da habe ich allerdings dann immer darauf geachtet, dass ich die wirklich seit Jahren habe. Dass die immer noch neu sind natürlich, aber dass ich sie seit Jahren habe und auch nicht benutzt habe und daran gemerkt habe, hey, ich brauche sie eigentlich gar nicht und dann habe ich sie in den Store gepackt. Und dann wurden sie auch nach und nach verkauft, das ist auch gar kein Problem. Im Endeffekt, ich würde nur sagen, mach das lieber nicht, welche aus deinem eigenen Inventar mit reinnehmen, nur um deinen Store zu füllen. Ich würde wirklich das komplett voneinander trennen, das Private und das Gewerbliche, weil das ist natürlich, erstens ist es steuerlich eine Sache, du musst ja auch nachweisen, woher dein Zeug kommt. Wenn du sagst, es ist aus dem Privatinventar, ist es nochmal was anderes. Und alles, was du kaufst, kannst du steuerlich absetzen, das ist auch was Schönes. Aber ich würde das immer so ein bisschen trennen und nicht nur, um dein Inventar zu füllen, irgendwas von dir nehmen, weil ich glaube, das bereust du nach einer Zeit. Clemens S. fragt, gibt es eigentlich die Möglichkeit zu erfahren, wann neue Teile im Store erscheinen? Die gibt es und ich bin sehr froh, dass mal jemand diese Frage stellt, weil ich schreibe das jedes einzelne Mal. Jedes einzelne Video hat diesen Text darunter, aber ich glaube, den liest einfach keiner. Ich habe darunter einmal reingeschrieben, wenn ihr über neue Sachen informiert werden wollt, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, als Erste über neue Steine informiert werden möchtet, dann könnt ihr auf meinem Store ein Fan werden. Das könnt ihr oben rechts in der Ecke, da steht, glaube ich, dann so eine Zahl irgendwie, ich glaube, momentan sind es 60 oder so, 60 Fans und oder 50 und da könnt ihr dann raufklicken und dann müsst ihr, ich muss das mal ganz kurz live hier nachschauen, was eigentlich gemacht werden muss. 65 Fans habe ich momentan, freut mich natürlich, vielen Dank euch. Dann könnt ihr da raufklicken, einmal auf dieses Fans und dann habt ihr so ein kleines Fenster, da steht dann Bookmark Store und dann könnt ihr das zu Favorite, Dislike oder Subscribe Only hinzufügen. Mich könnt ihr natürlich als Favorite hinzufügen, weil ich bin euer Favorite Store und dann müsst ihr unten einmal ein Häkchen setzen und zwar bei Subscribe to Receive Announcements from this Store. Da müsst ihr einmal ein Häkchen setzen und dann unten rechts auf Bookmark und dann kriegt ihr quasi, ich mache dann immer, wenn ich irgendwas Neues hochlade, verschicke ich eine, ich sag mal Nachricht oder Mail an alle Leute, die halt diese Announcements haben möchten. Das sind momentan nicht so viele, deswegen freue ich mich immer, wenn neue dazukommen, weil ihr seid natürlich die Ersten, die dann quasi nach einem Partort erfahren, dass ich etwas hochgeladen habe oder etwas sortiert habe und das ist natürlich was Gutes, weil das Partort-Video kann auch mal ein oder zwei Tage später kommen und dann sind vielleicht einige Steine schon weg. Deswegen empfehle ich euch, wenn ihr möchtet, oder schnell irgendwie informiert werden möchtet, dann schaut da gerne mal rein und abonniert quasi meinen Store, wenn man das so nennen kann. Und dann kriegt ihr auf jeden Fall die Nachrichten immer, wenn irgendwas Neues dazukommt. Coolboy fragt, kennst du Lego Pharao Quest und hast du Sets davon? Ich kenne es natürlich, das war damals 2010, 11, glaube ich, war das irgendwann. Da habe ich das immer im Laden gesehen, aber damals war ich halt mehr so auf Star Wars fixiert und deswegen habe ich nie wirklich irgendetwas davon gekauft. Und deswegen, die standen bei mir immer in den Regalen, ich habe sie auch gesehen. Ich habe auch, glaube ich, einmal ein Polybag davon gesehen. Ich glaube, da gibt es zwei Polybags oder so. Und habe ich gesehen, ich fand die Serie auch ganz cool, weil das war quasi so das Relive von den damaligen Sets. Es gab ja 1998 oder so, gab es ja auch mal so eine Serie, die sich so in diese Richtung geschoben hat. Ich fand die Sphinx immer ganz cool, die Pyramide war auch immer so meins, aber gekauft habe ich mir nie wirklich was davon. Seppi D fragt, was hältst du von Sounds Like Lego oder kennst du den gar nicht, weil der lange vor Brick Story da war und leider nicht so viele Abonnenten hat?
Den kenne ich natürlich, absolut, keine Frage. Sounds Like Lego, genauso wie die Klemperstein-Lyrik und Bricks for Joe. Das sind so die drei YouTuber, mit denen ich aufgewachsen bin und mit denen ich quasi meine Anfangs-YouTube-Zeit verbracht habe und wegen denen ich dann auch auf YouTube gekommen bin und gesagt habe, hey, das will ich auch. Weil die hatten so viel Spaß dabei mit dem, was sie gemacht haben und da wollte ich das auch und dann hatte ich irgendwie Lust darauf und deswegen gibt es hier überhaupt diesen Kanal. Also dank diesen drei YouTubern bin ich hier. Sounds Like Lego, es gehört auch zu den Leuten, die ich gerne nochmal in echt treffen möchte. Ich würde mich einfach mal gerne unterhalten. Ich würde mal gerne rausfinden, was er eigentlich für ein Mensch ist. Mit der Klemmbaustein-Lyrik hatte ich das Vergnügen ja schon, mich mal unterhalten zu können. Den kenne ich ja mittlerweile auch. Mit Sounds Like Lego habe ich mich leider noch nie unterhalten können. Und deswegen, das wäre mir eine Freude und eine Ehre, mich mal mit ihm treffen zu können oder sonst irgendwas. HT fragt, warum hast du deine private Steinesammlung, die du nicht verkaufst, mit ins neue Büro genommen? Das hat den ganz einfachen Grund, dass ich quasi alles, was ich unten im Lego-Keller hatte, mit rübernehme. Ich bin ja quasi die meiste Zeit jetzt im Büro und wenn ich das nicht mit rübernehme, dann habe ich auch eigentlich keine Möglichkeit, irgendetwas zu bauen. Deswegen habe ich eigentlich meine Steinesammlung mit rübergenommen, habe ich auch meine original verpackten Sets jetzt alle zusammengepackt und werde die auch noch nach drüben migrieren. Und in dem Fall habe ich da jetzt meine normalen Steine und habe dann halt auch mal die Möglichkeit, wenn ich zwischendurch einfach mal eben eine Auszeit brauche, von Bestellungen packen, von YouTube-Videos machen, dass ich mich einfach hinsetze und irgendwas Schönes bastel. Und das ist auch was Schönes, das ist was definitiv was wert. Und deswegen würde ich sagen, egal was ihr macht, packt euch eure Lego-Sammlung irgendwie in die Nähe, weil das macht definitiv mehr Spaß, als wenn ihr dann immer noch in einen anderen Raum rennen müsst, um dort irgendwas zu bauen. Ich hätte sie auch hier hinbauen können, aber hier habe ich halt auch wenig Platz, um dann noch so eine große Sortierkastensammlung hinzupacken. Und deswegen habe ich gedacht, das passt da so schön in die Ecke, das packe ich da einfach mit hin. The Clone Builder fragt, ist es geplant, eine GmbH anzumelden, wenn alles gut läuft, aus finanzieller Sicherheit etc.? Momentan noch nicht, aber das liegt wahrscheinlich auch eher dran, dass man dafür ja ein Anfangsbudget braucht und ich davon noch weit entfernt bin. Falls das irgendwann mal das Thema sein sollte, dann werde ich mich definitiv bei euch melden und dann seht ihr das ja auch in meinem Store, wenn da irgendwo so ein GmbH dahinter steht, hinter dem Bricks Just For Me. Aber momentan ist es nicht geplant. Also es ist zumindest, es ist ja hauptsächlich so, dass man dann nicht mehr selber finanziell bürgt, sondern dass dann die GmbH dafür zuständig ist. Aber man muss halt ein Budget dann in diesen Fonds packen. Ich nenne es mal Fonds. Dann muss man das ja irgendwie dafür bürgen finanziell. Ich glaube 25.000 sind das. Und das ist etwas, was ich momentan einfach nicht machen würde, aufgrund meiner Größe, aufgrund von, ich weiß nicht, ich sehe da momentan noch keinen Grund für und deswegen, momentan ist es nicht geplant. Falls es irgendwann mal Thema wird, gebe ich euch definitiv Bescheid. Telonym fragt, übrigens ein cooler Nutzername, was ist dein teuerstes Lego-Set aktuell? Mein teuerstes Lego-Set aktuell ist die 75195, das ist der Millennium Falke, ich hoffe, die Setnummer war richtig. Der Millennium Falke, der UCS Millennium Falke und der steht aufgebaut unten im Keller momentan noch und der wird auch wahrscheinlich mit rüberkommen und dort irgendwo vielleicht möglicherweise, wenn das Regal nicht zu sehr wackelt, auf dem Regal stehen. Ich glaube, das sieht auch ziemlich cool aus. Noch eine weitere Frage von Luca Bricks Luca, hat dein Bricklink Store eigentlich irgendwelche Vorschriften oder Einschränkungen bekommen wegen Covid-19? Ich kann ganz ehrlich sagen, nein, es ist eigentlich nichts passiert. Mich persönlich hat es nicht betroffen. Ich habe halt immer darauf geachtet, dass ich irgendwie, keine Ahnung, meine Hände desinfiziere, bevor ich irgendwas ausparte oder Hände desinfiziere, bevor ich irgendwelche Bestellungen packe. Aber sonst hatte ich keine Einschränkungen, keine sonst irgendwas. Ich habe jetzt auch nicht aufgehört, in irgendwelche Länder zu verschicken oder sonst irgendwas. Es ist eigentlich immer noch genau das Gleiche wie am Anfang auch. Ich habe sogar während der Covid-19-Phase angefangen, dass man überhaupt bei mir das abholen kann. Das hatte ich vorher gar nicht. Und deswegen ist es eher noch das Angebot verbreitert worden, als dass ich irgendwie Einschränkungen hatte. Also in dem Fall, keine Ahnung, also es ist nicht wirklich was passiert. Also mich hat es jetzt persönlich, also auch den Bricklink Store hat es nicht wirklich betroffen. Dazu passend auch gleich die nächste Frage, gleich wieder von Luca Bricks. Luca, du machst hier mir die Hälfte meiner Fragen aus. Dürfte man seine Bestellung bei deinem Bricklink Store persönlich abholen und kurz ein bisschen mit dir quatschen, natürlich nach Corona? Tatsächlich könnt ihr das auch während Corona. Ich habe das auch momentan, dass immer mal Leute vorbeikommen und ihre Bestellung persönlich abholen und wir quatschen einfach ein bisschen einfach so über aktuelle Bauprojekte, was ihr gerne fragen möchtet, ist immer erlaubt. Also ihr dürft gerne vorbeikommen, wenn ihr hier in der Nähe wohnt, sowieso, dann ist es natürlich die günstigste Alternative, aber definitiv, ich biete es ja an. Online gibt es die Möglichkeit, wenn ihr die Bestellung abschließt, auch zur Abholung anzuwählen. Und dann könnt ihr auch hier vor Ort bar bezahlen oder per Karte, was auch immer. Ist alles möglich, also ihr könnt das auch abholen, definitiv im neuen Büro dann. Da könnt ihr dann vorbeikommen. Könnt auch mal gerne reinkommen, dann mit Maske natürlich und Abstand. Und gerne mal reinschauen und wie das eigentlich momentan so aussieht.
räume ich vielleicht noch ein bisschen auf, bevor ihr kommt. Aber definitiv alles möglich, müsst ihr halt online einfach angeben, dass ihr das gerne per Abholung möchtet. Nicht, dass ich das schon zusammenpacke und verschicke, bevor ihr hier ankommt. Team Lego Fan 112 fragt, was ist dein Lieblings-Lego Star Wars Set 2020? Und ich glaube, die Antwort habe ich schon so oft gegeben und ich glaube, das wissen auch die meisten von euch. Mein Lieblingsset ist momentan einfach die Razor Crest und ich finde es so cool und ich freue mich drauf, wenn ich da irgendwann nochmal meine Hände ranbekomme. Es ist ja momentan dauerhaft ausverkauft im Lego Shop oder im Lego Online Shop und deswegen, ich hoffe, dass da noch Nachschub kommt, aber es sieht noch so aus. Alles gut. Also ich kriege meine Razor Crest noch, irgendwie komme ich da noch ran. Mal schauen, ob sie Razor Crest heißt oder Transporter des Kopfgeldjägers oder so. Aber ich krieg sie noch und ich freue mich aufs Raumschiff. Mir ist der Name dann ein bisschen egal. Lego ist cool fragt, für was benutzt du eigentlich diese Pappaufsteller von Star Wars? Zum Beispiel hast du, glaube ich, einen von Han Solo. Man sieht sie in manchen deiner Videos. Und wo hast du sie her? Ich benutze sie eigentlich relativ für überhaupt nichts. Hauptsächlich, um dahinter irgendwas zu verstecken, was unordentlich ist. Das habe ich zumindest im Keller gemacht. Da war ganz viel Unordnung und ich habe einfach diesen Pappaufsteller davor gestellt. Ich benutze sie eigentlich wirklich nur, um sie hinzustellen, weil sie schön sind und weil sie einfach toll sind, weil Star Wars ist toll und sie sind halt quasi lebensgroß und ich freue mich immer, wenn da irgendwie ein Star Wars Charakter vor mir steht. Die kommen von ganz unterschiedlichen Orten. Ich habe die, glaube ich, von der Metro. Die sind nicht zum Kaufen, sondern das sind tatsächlich Werbeaufsteller. Und die würden sonst weggeschmissen werden, nachdem halt die Promo-Aktion vorbei ist. Und dann werden sie weggeschmissen. Und das wollte ich nicht. Und ich wollte sie gern also haben. Und dann habe ich gefragt, hey, wenn die Aktion vorbei ist, kann ich die haben? Dann haben sie sich meine Telefonnummer aufgeschrieben und dann haben sie halt angerufen, als die Aktion vorbei war und ich habe das Ding abgeholt. So einfach war das. Eine weitere Frage von Telonym. Was kannst du mir empfehlen? Ich hätte gerne ein sehr altes Lego-Set. Mein Budget liegt bei so circa 30 Euro. Es kann auch ein mini-kleines Set sein. Hauptsache, es ist neu. Ich weiß nicht, wie sehr... Also ich kenne einige alte Sets, die man für 30 Euro bekommen könnte. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung du mit deinen Sets gehst generell, ob du eher so Star Wars oder Harry Potter oder so, in was du halt vernarrt bist. Bei Harry Potter zum Beispiel kriegt man ein altes Set von, ich glaube, was war das, 2003 oder 4 oder so, da kriegt man so ein kleines Quidditch-Set. Das ist wirklich nur so ein ganz kleines, aber das ist so ein Quidditch-Ball mit bei, den fand ich immer schon cool. Und das kriegt man, glaube ich, auch für 30 Euro neu original verpackt. Habe ich zumindest letztens auf Kleinanzeigen gesehen. Kann sein, dass das irgendwo anders teurer ist. Ein Set, was ich empfehlen kann, was ich auch tatsächlich neu gekauft habe für exakt 30 Euro oder ich glaube 25 damals, das ist dieses Twinpod Cloud Car von Lego Star Wars von 2002. Da ist Lobot mit dabei, das ist die einzige Minifigur in diesem Set und ich mag das Set sehr gerne und es ist eine der einzigen Versionen des Twinpod Cloud Cars, die wir überhaupt bekommen haben und demnach sehr, sehr cool und definitiv einen Kauf wert. Hat noch das alte Grau übrigens mit drin, nur als Vorwarnung. Das habe ich übrigens auch ausgepackt, guck dir gerne mein Review an davon. Ich habe das hier auch vorgestellt, genau dieses Set und tatsächlich auch neu geöffnet hier auf dem Kanal live. Und dementsprechend guck dir das gerne an und schau dir das an. Das habe ich für ca. 30 Euro bekommen. Also falls du daran Interesse hast, schau dich gerne mal um. Die Setnummer findest du dann ja auch in dem Review irgendwo. Und die letzte Frage kommt von MTAX. Woher weißt du, welche Sets du kaufen musst, um diese Zahn zu sortieren? Die Frage habe ich schon öfter bekommen und ich kriege auch immer Vorschläge, was ich doch mal sortieren soll und so weiter. Ich habe tatsächlich keine Vorgaben, was ich sortiere. Hauptsache, es hat diesen dreifachen Part-Out-Value. Das heißt, ich gucke mir an, wo sind gerade Angebote, wo kann ich irgendwelche coolen Sets schießen. Und selbst wenn die Sets Angebote haben, gucke ich noch einmal rein, hey, was für ein Part-Out-Value hat das eigentlich? Und wenn dieses Part-Out-Value das Dreifache von dem Kaufpreis ist, dann nehme ich es mit und wenn es darunter ist, dann eben nicht. So einfach ist das. Also das heißt, ich weiß nicht, welche Sets ich kaufen muss, sondern ich weiß nur, zu welchem Preis ich diese Sets dann kaufen muss. Okay, damit war es das auch schon mit diesem heutigen Q&A-Video mit dem FragBricks Nummer 11. Ich wollte gerade Hashtag 11 sagen, aber es ist ja das Hashtag FragBricks. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare mit dem Hashtag FragBricks und dann beantworte ich sie gerne in der nächsten Woche, am nächsten Mittwoch mit dem FragBricks Nummer 12. Ich bin stolz auf euch. Wie gesagt, immer wieder neue Fragen, ganz, ganz viele Fragen. Es ist wunderbar. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.